Don't need for a couple of points. Nicht hat, wurde er längst vom Joker erledigt. Strange sagt, dass er gerne Köpfe verdreht. Schön, ich werde seinen drehen, bis es knackt. Arkham City gelandet? Hat Batman ihn in der Anstalt nicht mit seinem Auto platt gemacht? Zeigt der Marker hierher, wenn da hinten die grünen Typen sind? Ey, sag mal, ich dreh hier noch durch. Lässt Riddler diese Dinger hier überall rumliegen? Sieht ihm ähnlich. Guck mal, da stehen zwei mit Waffen. Huh? Tagen gab's kein Essen. So ein Dreck. Oh. Boah, vielleicht sollt ihr auch aufhören. Angeblich hat Joker Batman vergiftet. Er stirbt also auch? Hoffen wir es. Ich wünschte, ich würde zu Hause vorm Fernseher sitzen.
Leiter Sharp dachte, er hätte Arkham fest im Griff und jetzt ist... Soll hier irgendeine Scheiß geben? Da bist du ja, Batman! Komm hier rüber! Batman! Pinguin klang echt sauer. Batman pfuscht ihm in seine Pläne rein. Funktionieren diese Dinger überhaupt unter der Erde? Das Handbuch gelesen, stand gar nichts von drin, dass sie das tun. Ja, die funktionieren. Wenn du das sagst. Seit wann interessierst du dich überhaupt fürs Lesen? Ich lese immer schon. Pornohefte zählen nicht. Du kannst mich. War zwar nicht so, wie es gedacht war. Egal. So eine Box da. Es war ein Fehler, mich am Leben zu lassen. Wenn du zurückkommst, zeige ich dir, wo der Hammer hängt. Acht bewaffnet, 17 unbewaffnet.
Nora. Ich sag dir, er ist es. Unmöglich. Doch, sieh genau hin. Er sieht groß aus, oder? Er ist grau. Das Plakat muss schon über 100 Jahre alt sein. Wie kann es da derselbe Kerl sein? Selbst wenn er es wäre, woher sollte Pinguin ihn haben? Keine Ahnung, aber er ist es ganz sicher. Hat sogar einen Namen. Solomon Grundy? Was für ein bescheuerter Name. Das ist doch das, was man im Museum hören kann. Du weißt schon, Solomon Grundy, geboren am Montag. Du könntest recht haben. Und sich doch in jede Ecke zu gucken.
Trulla, trulla, trullala. Es ist die blöde Fledermaus! Scheiß Messer blocken, das geht mir ja auf den Sack, ey. Kann ich jetzt schon kotzen bei. Ja, nur. Mir eigentlich denken können. Eindeutig zu viel Zeit, der Typ. Was fängt mit einem Ticken an und endet mit einem Knall?
Ihr habt den Pinguin gehört. Batman ist auf dem Weg. Gut. Ich wollte diesem Freak schon immer mal auf die Fresse hauen. Aber ich dachte, er wollte, dass wir dieses Ding zu Joker schleppen. Wollte er. Wegen Batman musste er den Plan wohl ändern. Ist doch egal. Wir legen Batman um. Danach schleifen wir dieses Ding zu Joker, schalten es ein und kehren als Helden zu Cobblepot zurück. Was? Einfach umlegen, ja? Cobblepot. Batman. Nein, ich habe keine Angst. Er ist ein Nichts. Ein Idiot in einem Kostüm. Ein Niemand. Lasst ihn ja nicht an meinen Unterbrecher rankommen! Cobblepot muss sich mal entspannen. Wenn wir so weitermachen, explodiert noch sein komisches Auge. Oder der kriegt einen Schlaganfall. Arkham City gehört uns. Jeder, der anderer Meinung ist, soll zu mir kommen. Jeder, der Ärger will, soll zu mir kommen. Er kann ihn nämlich haben. Ich bezahle euch, damit ihr das Ding beschützt. Enttäuscht mich nicht. Pinguin dreht durch. Wir müssen Batman schleunigst finden. Batman! Oh, yes, das ist Mario und Josef. Da oben! Ich seh ihn! Scheißballerei. Er ist weg, ich hab ihn verloren. Findet ihn sofort! Ich seh, was du machst! Ich weiß, was du vorhast. Das wird nichts. Und was jetzt? Komm, reißt euch zusammen. Ich zahle und will Ergebnisse sehen. Bewegt euch! Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Falsch gedacht. Ich hab hier jemanden. Komm, wach auf. Er ist bewusstlos. Wir sind erledigt. Wir werden hier krepieren und wir können nichts dagegen tun. Ach, halt's Maul. Wir müssen weitersuchen. Sonst sind wir tot. Zeig dich, Feigling. Eigentlich zu viel verlangt, dass ihr euren Job macht und ihn aufhaltet? Ich hoffe nicht. Du wirst mir nicht entwischen. Was ist hier los? Ich dachte, wir hätten hier das Sagen. Du bist leider der Muss ich euch daran erinnern, dass ich jeden Einzelnen, der mich enttäuscht, persönlich erwürge? Sicher, dass es von da kam. Jetzt natürlich auch. Zeig dich! Wo bist du? Von dir nicht ganz sicher! Was? Hier drüben!
Ich hab ihn! Er ist hier drüben! Es bewegt sich von der Pumpe ab, bleib wachsam! Das wird von überall gekommen! Ich hab ihn verloren! Findet ihn! Sofort! Was ist los? Das ist... Ihr seid alle eine große Enttäuschung. Ich glaube, ich werde euch alle töten lassen. Ich weiß, dass du für Riddler arbeitest. Woher? Ich meine natürlich. Bitte, bitte tu mir nicht weh. Ich werde dir alles sagen. Daran habe ich nicht eine Sekunde gezweifelt. Das war der letzte Störsender. Jetzt müsste ich eigentlich in das Museum kommen. Müsste eigentlich.
toll. Wie komme ich denn da hin? Kann nicht sein, dass ich jetzt zurückrennen muss. Muss doch irgendwie da hinten, muss das doch weitergehen. Verstehe ich nicht.
zum Henker ist da unten los? Hallo? Hat hier jemand die Güte zu antworten? Ich habe nur von euch verlangt, dass ihr ein paar beknackte Maschinen aufstellt. Und was ist? Nicht einmal das könnt ihr! Ich hoffe, dass euch Batman jeden einzelnen Knochen bricht. Ich hoffe, dass ihr da nicht und verzweifelt nach Luft schnappt, weil eure Lungen von euren Rippen durchbohrt wurden. Wenn dem nicht so sein sollte, dann rate ich euch aufzuraffen und die Beine in die Hand zu nehmen. Denn nach Batman kümmere ich mich um euch! Nur hüpf rüber da. Hey. Tollsten akrobatischen Leistung kann er hier, aber über einen eigenen, einfachen. Einfaches Gitter kann er nicht drüber hupen. Wo ist dieses Bett? Zentrale, hier Air Tiger 7. Wir nähern uns jetzt der Zielposition. Die Gasse ist menschenleer. Wärmeabtastungen zeigen keinerlei Aktivität. Da wären zum einen die Geiseln, zum anderen das Ding unter der Einblock Lounge und nicht zu vergessen die ganzen Waffen. Batman kann ich gehen. Vorsicht, Batman ist hier! Komm, ey. Das gibt's doch nicht. Ich rahm mich in den Boden. Ja, unangespitzt. Und weg. Zwing mich nicht, dir weh zu tun. Ich sag dir alles, was ich weiß. Vielen Dank. Diese Hexe Ivy. In der Nähe ihrer Pflanze bekomme ich immer Gänsehaut und einen seltsamen Ausschlag.
Ich sollte den Tatort scannen, um die Todesursache festzustellen. Die Gesichtshaut des Opfers wurde entfernt und der Kopf mit Verbänden umwickelt. Im letzten Monat gab es in Gotham 3 Morde mit immer der gleichen Vorgehensweise. Die Presse hat dem Mörder den Spitznamen Identitätsdieb gegeben. Wenn er jetzt in Arkham City ist, muss ich ihn finden und aufhalten. Der Angriff hat das Opfer sehr stark bluten lassen. Der Mörder trägt mit großer Wahrscheinlichkeit Spuren des Blutes an sich, ohne es zwingenderweise gemerkt zu haben. Wenn ich die Scan-Ergebnisse so filtere, dass sie die Blutpartikel des Opfers zeigen, führen sie mich vielleicht zu der Person, die das Opfer zuletzt lebend gesehen hat, oder zum Mörder. Ich schütze mich auch einfach nur wieder eine Gruppe bewaffneter Gegner. Strange ist ein verdammtes Monster. Batman ist hier! Komm her und kämpf mit mir! Heute Nacht stirbst du, Fledermaus! Das wird wehtun, Flattermann. Das wird wehtun, du Freak. Was zum Teufel? An einem Ort wie diesem nur überleben. Batman! Es ist Batman! Batman gesichtet. Haben keinen Sichtkontakt mit Batman. Warum hast du ihn umgebracht? Ich war das nicht. Ich bin kein Killer. Ich bin ein verdammter Klempner. Du musst mir glauben. Ich muss gar nichts glauben. Sag mir, was du gesehen hast. Da war dieser Kerl. Er hat dort eine Leiche hingelegt. Er sah seltsam aus. Auch wenn du mir das nicht glaubst. Er sah aus wie Bruce Wayne. Was? Ich weiß. Jemand muss ihn erwischt haben. Er hatte überall Schnittwunden und blaue Flecken, aber er war es ganz sicher. Das arme Schwein trägt bestimmt sowas wie eine riesige Zielscheibe auf dem Rücken. Ihn hat sicher so gut wie jeder in Arkham angegriffen. Es könnte noch mehr Opfer des Identitätsdiebs in Arkham City geben. Ich sollte die Augen offen halten.
Tagen gab's kein Essen. So ein Dreck. Gotham geben. Frisco, Vegas, ach was, von mir aus sogar Bloodhaven. Wenn ich das überlebe, verschwinde ich aus Gotham. Wir konnten Batman eindeutig identifizieren. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Batman aus den Augen verloren. Willkommen am Cyrus Pinckney Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich begrüßen lassen. Dies ist Teil der Anstrengungen zum Schutz unserer einzigartigen Sammlung. Wir legen allen Besuchern einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion Gefahren aus der Tiefe zeigen. Alle Besucher mit regulären oder ermäßigten Eintrittskarten bekommen in der nahegelegenen Eisberg-Lounge ganz besondere Angebote. Willkommen im Cyrus Pinckney Institut für Naturkunde. Alle Besucher müssen sich nicht begrüßen. Der vor 65 Millionen Jahren, wir legen alle Besucher einen Abstecher ins Wasserobservatorium nahe, wo wir unsere neueste Attraktion. Mach's nochmal. Ich liebe es, wenn sie sterben. Schwarze Hölle, ich sagte, dass ich euch nichts verrate. Ich hab gehofft, dass du das sagst. Hey, sollen wir dich aufhetzen? Schwein ist Schwein. Für mich seid ihr alle gleich. Das war ja ein super Gleichtritt. Sieh mich an, Schweinchen. Ich. Was macht Batman hier? Heute Nacht wirst du sterben. Entwaffne den Typen doch, Mensch, ey. Ich krieg zu viel mit diesen Scheiß-Kombos, ey. Was ist denn das hier für ein Dreck? Sie sind in Sicherheit, vorerst. Gott sei Dank. Vielleicht sollten Sie ihm erst danken, wenn Sie meine Frage beantwortet haben. Wer sind Sie? Sorry, Mann. Ich bin Bulle. Gordon hat uns geschickt. Ich gehöre zum 13. Bezirk, zum Einsatzkommando. Bin von Anfang an hier gewesen. Wenn Gordon Sie geschickt hat, kennen Sie den Code? Ja, ja. Er sagte... Oh Mann, wie war der? Der Code... Sofort! Sarah! Wir sollten Ihnen sagen, der Code sei Sarah. Sie sind in Sicherheit, Officer.
Jones, Batman. Elvis Jones. Gordon sagte, dass er mit dem Gedanken spielen würde, ihr Team reinzuschicken. Er wollte wissen, was hier vor sich geht. Schätze, jetzt wissen wir es. Wir waren zu zehnt. Hoffentlich sind wir es immer noch. Ich sagte Gordon, dass es zu gefährlich sei, sie reinzuschicken. Warten Sie. Wenn der Rest Ihrer Gruppe lebt, finde ich sie. Oh, so reicht doch für heute gut. Ich bitte.